Der Bruder sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Witr-Gebet kurz vor Fajr mache, denn ihr könnt auch das Witr-Gebet aufschieben und das als Qiyamul-Layl beten. Sowieso alles, was man nach Isha-Gebet betet, ist Qiyamul-Layl. Aber dann gibt es diese besondere vorzügliche Zeit, die wir immer wieder euch nennen, liebe Geschwister. Wenn du noch vor Fajr angefangen hast, Insha'Allah zählt das noch. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiba.